Wir befinden uns hier in der Weberbach. Hier war nach der Wiederansiedlung von Juden in Trier in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts das Zentrum des jüdischen Lebens für die städtischen Juden als auch für die Juden des Umlandes. Zugleich war die Weberbach aber auch ein traditionell von Christen bewohntes Viertel. Tagelöhner und auch die Handwerker, die der Weberbach ihren Namen gaben, lebten hier für lange Zeit, die Tuch- und die Wollweber, lange bevor die Juden wieder hier angesiedelt. Anders als in anderen Städten Deutschlands und im Vergleich zum mittelalterlichen Trier lebten Juden in der frühen Neuzeit nicht mehr in einem Judenviertel, auch in keinem Ghetto. Sie lebten nicht isoliert von Christen. Bis ins 20. Jahrhundert teilten die jüdischen mit den christlichen Anwohnern hier in der Weberbach bei ihren täglichen Gängen, etwa zur Arbeit, die einen zur Kirche, die anderen zur Synagoge, die Straße. So auch hier an der Ecke Weberbach-Rahnenstraße. Auf dem hinter mir liegenden Gebäude wurde eine Synagoge errichtet, nachdem ein früherer Betraum in Richtung Basilika, aber auch im Straßenzug Weberbach, zu klein geworden war und aufgegeben werden musste. Die 1761 errichtete Synagoge entsprach damit den kurfürstlichen Richtlinien der kurfürstlichen Judenordnung, wonach ein Mindestabstand von 4 Häusern zu jeder christlichen Kirche gewahrt werden musste. Und zugleich befand sich dieses jüdische Bethaus inmitten eines traditionellen Arbeiter, nämlich des Trierer Weberviertels. Auch die Gemeindeinstitutionen, die auf diesem Gelände zu verorten waren, etwa die Mikwe, das jüdische Tauchbad, aber auch die Gemeinschaftsräume sowie die straßenseitig gelegene Wohnung des Rabbiners, machten es erforderlich, dass Juden ebenso wie die täglich ein- und ausgehenden christlichen Arbeiter im Straßenzug Weberbach allzeit präsent gewesen sein müssen. Zwar fehlen uns für den christlich-jüdischen Alltag oftmals die Belege und es ist mitnichten immer von einem vorurteilsfreien und nachbarschaftlichen Verhältnis auszugehen. Im Gegenteil, auch hier in Trier dürfte Judenfeindlichkeit zum Alltag gehört haben. Dennoch ist aus sozialtopografischer Perspektive die Wohnsituation hier in der Weberbach bemerkenswert. Denn sie ist ein Zeugnis davon, dass lange vor der rechtlichen Gleichstellung von Juden und Christen, die erst 1871 eingetreten ist, beide Religionsgruppen mit und nebeneinander gelebt haben mussten. Die städtischen Adressbücher belegen zudem christlich-jüdische Mietverhältnisse für das späte 18. und das gesamte 19. Jahrhundert, als das noch keine Selbstverständlichkeit in allen Städten Deutschlands gewesen ist. Derartige Mietverhältnisse mussten auch aus pragmatischen Gründen eingegangen werden und waren für ärmere Juden und Christen somit unumgänglich. Denn vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten hier in Trier mitunter sehr beengte Wohnverhältnisse. Und das vor allem in jenen Straßenzügen, in denen nachweislich auch vielzählig jüdische Einwohner zu verzeichnen waren. Das wären beispielsweise die Palaststraße, die Nagel, die Kranen, hier die Rahnenstraße, auch das gesamte Marviertel und eben auch die Weberbach. Die Weberbach stellte somit einen Mikrokosmos des christlich-jüdischen Zusammenlebens dar. Hier lebten Juden und Christen zwischen dem 17. und bis ins 20. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus Tür an Tür und zum Teil unter einem Dach.